Lange haben wir darauf gewartet, habt ihr auch darauf gewartet. Heute ist es endlich soweit. Das hier ist der brandneue PX3 Laser TV aus dem Hause Hisense. Das neue Topmodell, das sogar meinen Favoriten, den PX3, nochmal toppen soll. Ob er das schafft, wie er sich in der Praxis schlägt und was der PX3 Pro alles so kann, zeige ich euch jetzt im Video. Herzlich willkommen bei Heimkinoraum. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ja, der PX3, mein absoluter Favorit unter den Laser TVs. Der hat leider nur ein kurzes Dasein gehabt. Nach 3 Monaten bringt Hisense also schon den Nachfolger, den PX3 Pro, der aber mit kleinen Verbesserungen den PX3 nochmal toppen soll. Im Wesentlichen sind das 2 Dinge, die hier verändert wurden. Das ist zum einen die Helligkeit. Statt 2800 Lumen haben wir jetzt 3000 Ansilumen. Und wir bekommen auch eine 3D-Funktion. Die wird allerdings erst per Software-Update im Oktober nachgereicht. Ja, und dann ist das Ganze hier auch 3D-kompatibel. Abstriche gibt es aber auch, denn hier wurde auf den TV-Tuner verzichtet. Wer also Fernsehen möchte, der tut das dann über die mitgelieferten Apps wie Sattu oder die Mediatheken. Beziehungsweise kann man natürlich bequem seinen Sat-Receiver, seinen Sky-Receiver einfach per HDMI anschließen. Die gute Nachricht, der Preis bleibt gleich, also knapp unter 3000 Euro UVP, und dafür bekommt man eben diesen wunderbaren, super kompakten, super hellen RGB-Laser-TV. Und der ist wirklich vom Gehäuse her so verarbeitet wie kaum ein anderer. Man hat also ein hochwertiges Aluminiumgehäuse, das auch richtig hier gedämmt ist. Da sind also so Dämmmatten drin, da klappert nichts, das klingt nicht hohl, das fasst sich toll an und hat so einen metallischen, dezenten Blauton, gebürstetes Aluminium, gefällt mir persönlich unheimlich gut. Ganz geradlinig an der Front findet man hier hinter dem Gitter ein verborgenes Harman-Kardon-Soundsystem, was auch Dolby Atmos fähig ist. Auch das werden wir später noch testen. Rückseitig befinden sich die Anschlüsse, wie vorher auch, 3 HDMI-Anschlüsse, HDMI 2.1 kompatibel, und es werden hier auch für die Gamer Auflösungen unterstützt bis zu 2K mit 120 Hertz. Auch 4K mit 120 Hertz wird unterstützt, aber Achtung, intern rechnet er wieder runter auf 60 Hertz. Er kann also die Auflösung entgegennehmen, man profitiert aber nicht von einer höheren Bildrate. Im Lieferumfang ist eine Fernbedienung dabei und die liegt fantastisch in der Hand. Alles lässt sich hier super gut steuern, man hat einen guten Druckpunkt, man findet sich sehr schnell zurecht, und in Kombination mit diesem Betriebssystem, ihr seht das, es ist alles wirklich pfeilschnell, lässt sich also sehr gut in der Praxis bedienen. Darüber hinaus hat man hier noch ein Mikrofon eingebaut, und wer das möchte, kann die Eingaben auch per Sprache vornehmen. Man kann also hier die Apps per Sprache aktivieren, man kann das Wetter abrufen, und man kann auch in Apps wie YouTube zum Beispiel sich diese Eingabe mit dem Klicken durch die Tastatur sparen. Man kann nämlich einfach seine Suchbegriffe per Sprache angeben, und das macht es im Alltag einfach nochmal deutlich angenehmer. Batterien sind hier keine mehr drin. Hier ist ein Akku verbaut, der recht lange hält und der sich auch ständig wieder auflädt über das eingebaute Solarpanel, was hier drin ist. So eine kleine Solarzelle. Sollte die Batterie dennoch mal leer sein, kann man sie dann ganz bequem per USB-C aufladen. Was hier richtig Spaß macht, ist das Betriebssystem. Das ist nämlich zum einen so schnell mit der neuen Prozessortechnologie, die zum Einsatz kommt, dass also jede App im Bruchteil einer Sekunde quasi geöffnet ist. Ich zeige euch das auch hier nochmal mit YouTube zum Beispiel. Ja? Also das ist einfach klasse, wie schnell und zuverlässig das funktioniert. Es sind auch wirklich alle wichtigen Apps an Bord. Na? Kann man natürlich noch weitere installieren. Und es ist auch schön strukturiert, man findet sich also gut zurecht. Das ist essentiell, finde ich, wenn man sagt, man will eine All-in-One-Lösung haben und nicht noch ein extra Gerät, also ein Apple TV oder ein Fire TV Stick zum Beispiel. Jetzt wird der eine oder andere sagen, naja komm, ein Apple TV brauche ich aber für meine Fotos zum Beispiel. Auch das geht. AirPlay 2 ist hier mit integriert. Und ich zeige euch das mal, einfach hier mal ein Urlaubsfoto. Sage ich hier mal AirPlay. Wo haben wir es hier? Verbinde mich mit dem Gerät, Wohnzimmer. Und dann dauert das nicht lange und dann kann ich hier schön die Fotos durchscrollen. Ihr habt auch gesehen, wie schnell das geht, ja. Und dann kann ich hier auch noch mal ein bisschen ranzoomen, ja. Und dann weiß ich, hier Halbinsel Pelion in Griechenland, kann ich mir dann hier meine Fotos wieder anschauen. Also das hat alles Hand und Fuß, funktioniert stabil und super schnell. Wie bei jedem Laser-TV ist auch hier die Installation wirklich einfach. PX3 Pro auf das Sideboard gestellt, dann wird das Bild auf die Leinwand ausgerichtet. Das Ganze sollte
so gut wie möglich auf die Leinwand schon passen. Und dann kann man eben noch fein justieren mit der Corner Correction, also digital über das Menü kann man die Ecken dann wirklich schön in den Leinwand reinziehen und dann passt das Ganze. Das kriegt man innerhalb von wenigen Minuten hin, da muss man auch überhaupt kein Profi sein. Was hier sehr schön ist bei dem PX3 Pro, wie beim PX3 auch, man hat hier eine neue Optik mit einem kürzeren Wandabstand und so kann das durchaus auch mit einem schwebenden Lowboard funktionieren. Wenn das eine gewisse Tiefe hat, klappt das wie bei uns zum Beispiel im Heimkinoraum in München. Wenn ihr es genau wissen wollt, welche Bildbreite, welche Stellfläche dann letztendlich auch erfordert, denn beim Laser-TV ist es so, je näher ihr rangeht, je kleiner wird das Bild, je weiter ihr weggeht, desto größer wird das. Wir haben eine Grafik für euch auf unserer Homepage, verlinken wir unten, wo ihr genau seht, wie der Abstand sein muss bei der entsprechenden Bildbreite 90 Zoll, 100, 110 und 120 Zoll. Da könnt ihr dann nochmal genau nachsehen, um für eure Situation das Ganze besser zu verstehen. Die Bildqualität ist überragend, wie beim PX3 auch schon. Es ist ein unfassbar scharfes, authentisches, kontraststarkes und sehr brillantes Bild, auch was die Farben betrifft. Out of the box, wenn man also nichts einstellt, ja, dann wirkt das schon ein bisschen leicht übertrieben. Also man darf hier ruhig ein bisschen Hand anlegen, die Schärfe etwas runternehmen, auch die Sättigung der Farben etwas. Ja, und dann, wenn das Bild sauber eingestellt ist, ja, dann brilliert der. Immer in Kombination natürlich mit der richtigen Leinwand. Was ihr hier seht im Video ist die Bright Onyx von Celexon. Das ist eine Leinwand, die ich wärmstens empfehlen kann, die wirklich diese Welten von CLR und Fresnel vereint. Wenn ihr maximalen Kontrast haben wollt und hauptsächlich im Dunkeln schaut, empfehle ich euch eine Lumascreens CLR Pro. Das ist eine fantastische Leinwand für alle Cineasten. Und wenn ihr sagt, ihr braucht maximale Helligkeit, Elite Screens, die Daylight Extreme, das ist dann die richtige, wenn ihr einen lichtdurchfluteten Raum habt und gerne auch viel tagsüber schaut. Jetzt haben wir hier einen hellen Raum. Wir haben die Deckenleuchten an. Wir haben einen großen Strahler für das Video, der mich hier richtig anleuchtet, damit ihr mich auch gut sehen könnt. Und das Bild ist immer noch richtig leuchtend, stark und brillant. Also diese 3000 Ansilumen, die reichen vollkommen aus, um auch bei Umgebungslicht richtig toll was sehen zu können. Was mir sehr gut gefällt, ist die Schärfe, die wirklich wie beim PX3 auch bis zum Rand hingeht. Das ist wirklich mit dem PX3 der schärfste Laser-TV, den ich momentan kenne. Man hat einen unglaublichen Kontrast, der ist gleich geblieben. 3000:1 nativer Kontrast, also eine unglaubliche Bildplastizität, die man hier erlebt. Ja, und das Ganze eben bei ziemlich authentischen und realistischen Farben, wie gesagt, wenn man ihn richtig einstellt. Es ist ein RGB-Lasergerät, das bedeutet, man hat einen enorm großen Farbraum und das heißt auch, Farben wie Blau und Rot, die sind ziemlich intensiv, stellen wir natürlich ein bisschen gemäßigter ein in der Heimkinoraum Edition, aber es ist schon ein Projektor, der richtig spektakuläre, brillante Farben macht. Und das macht irre Spaß, wer da nicht unbedingt ein Fan davon ist, wer sagt, nee, ich möchte das alles gemäßigt haben, möglichst naturgetreu, ich mag diese riesengroßen Farbräume nicht, der sollte sich vielleicht mal den PL2 anschauen. Der wäre hier eine gute Alternative, aber für alle, die es ein bisschen spektakulärer haben wollen, ist das schon wirklich eine absolute Granate. Mein absoluter Favorit Stand heute, wo wir dieses Video drehen, ist das wirklich, ich würde den nehmen. Neu hinzugekommen ist auch ein IMAX Enhanced Bild Modus. Der wird dann automatisch aktiviert, wenn entsprechende Inhalte kommen. Die findet man zum Beispiel bei Disney Plus. Wenn ihr also dieses kleine IMAX-Symbol seht und spielt den Film ab über die implementierte App, dann schaltet der Beamer auf Wunsch in diesen IMAX-Modus. Dann werden die Bildparameter nochmal ein bisschen verändert. Das ist eine Geschmackssache am Ende des Tages, aber eben auch ein neues Feature vom PX3 Pro. Was toll funktioniert, ist auch die ganze AI-Signalverarbeitung. Dank des neuen Prozessors ist man hier also in der Lage, durch künstliche Intelligenz das Bild aufzuwerten. Und hier wird also wirklich der Farbraum per AI-Steuerung optimiert. Es werden die Farben auch im laufenden Betrieb immer angepasst, auf angemessene Art und Weise. Und auch die Bildschärfe. Also das ist was, was hier richtig gut funktioniert und nochmal sichtbar mehr Bildqualität liefert, ist aber nichts Neues, das hatte der PX3 bereits auch schon. Er war ein Held in meiner Welt. Ja, aber er ist ein Scheißdreck in meiner. Also, das Soundsystem vom PX3 Pro, das kann sich tatsächlich hören lassen. Das ist also eine vollwertige Harman Kardon Soundbar quasi hier
integriert in das Gerät. Ist sehr pegelstark, geht also sehr laut, aber es ist ein bisschen dünn, finde ich. Also es fehlt ein bisschen an Kraft, es fehlt an Volumen, an Körper. Und somit ist das wunderbar geeignet, um fernzusehen, denn man hat sehr präzise, klare Dialoge, die man hören kann. Also man versteht zu jeder Zeit das Gesprochene wirklich gut. Es ist auch sogar ein bisschen räumlich, also dieses Dolby Atmos Feature, das scheint zu funktionieren, aber das reicht sicherlich nicht, um hier mal eine packende Serie oder einen Actionfilm anzuschauen. Da kommt natürlich keine Stimmung rüber, also braucht man hier schon noch ein ordentliches Soundsystem, was man ja super anschließen kann, wie zum Beispiel eine Sony Bravia Theater Quad. Jetzt gibt es also in dieser Preisklasse um die 3000 Euro plus minus 500, 600, 700 Euro ja doch mehrere Geräte, die schon richtig gut sind. Also ist die Frage natürlich, wie ist der PX3 Pro einzuordnen? Und da möchte ich euch mal ein bisschen so schildern, wie ich das Ganze sehe. Es gibt also den kleinen Bruder vom PX3 Pro, das ist der PL2. Das ist ein Single-Laser-Gerät mit 2700 Lumen, der verblüffend scharf ist, den gleichen Kontrast hat, auch 3000:1, also die gleiche Plattform im Prinzip hat, der wahnsinnig gut aussieht, aber durch seine Single-Laser-Engine einfach nicht so leuchtende, intensive Farben hat wie der PX3 Pro. Und das ist ein bisschen eine Geschmackssache. Wer dieses ja, punchy, leuchtende, brillante haben möchte, PX3 Pro. Wer sagt, naja, ich brauche nicht ganz so viel Helligkeit, ich schaue mehr im Dunkeln oder es ist nicht so richtig Tageslicht und ich will es unbedingt ganz natürlich und realistisch haben, ja, dann ist der PL2 vielleicht sogar eine gute Option, spart man sich auch nochmal 500 Euro und bekommt sogar noch einen besseren Sound. Der PL2 hat erstaunlicherweise das bessere Soundsystem. Mein persönlicher Favorit wäre aber hier in dem Vergleich ganz klar der PX3 Pro, weil er einfach so viel Punch hat und mit diesen leuchtenden, intensiven Farben mir persönlich einfach unheimlich gut gefällt. Unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link zur Terminvereinbarung. Ihr seid herzlich eingeladen, mal vorbeizukommen in den Heimkinoraum hier zu mir nach München oder im Heimkinoraum in eurer Nähe, um das Ganze mal live selbst zu sehen. Ein weiterer, sicherlich sehr interessanter Kandidat ist der Vivo Max von LG. Der kann nämlich am nächsten an der Leinwand stehen und ist auch mit einer der hellsten Laser-TVs mit 3700 ANSI-Lumen, also richtig hell, richtig tageslichttauglich. Der LG Vivo Max, der ist definitiv noch heller. Wer also wirklich die maximale Helligkeit braucht, Vivo Max ist eine super Option. Kontrastmäßig aber nicht mehr überlegen, da sind sie etwa auf Augenhöhe. Und was die Farben betrifft, muss ich sagen, also der PX3 Pro macht so einen überragenden Job. Der ist so leuchtend und brillant. Da kann der Vivo Max ganz klar einfach nicht mehr mithalten. Der ist da abgehängt an der Stelle. Und auch was die Lautstärke betrifft, ist man hier bei dem PX3 Pro noch mal ein bisschen besser bedient. Ist natürlich hier eine ganz klare Frage, was man hier präferiert, wenn man die Helligkeit braucht. Wie gesagt, dann ist der Vivo Max die erste Wahl. Ja, als weiteren Kandidaten haben wir noch den brandneuen Aura 2 von Xtreme. Und das ist ein besonderes Gerät. Der ist nämlich wunderschön, also gefällt mir unglaublich gut in diesem schicken, ja, beigen, goldfarbenen, champagnerfarbenen Chassis mit Stoff überzogen, also wirklich unglaublich schön, sehr nah auch an der Wand stehen, nochmal eine Ecke näher, als wir das hier bei dem PX3 Pro haben. Der ist allerdings nicht ganz so hell wie der PX3 Pro, der hat, ich meine, etwa 2700 ANSI-Lumen, das kann man auch deutlich sehen, auch kontrastmäßig hat er nicht die 3000:1, sondern ist hier nochmal ein Stück drunter angesiedelt. Das heißt, reduziert auf die reine Bildqualität hat der PX3 Pro die Nase vorne. Er hat einen besseren Schwarzwert, er hat nochmal ein bisschen leuchtendere Farben, intensivere Farben und auch nochmal mehr Helligkeit. Und vor allen Dingen hat er auch das vollständige Betriebssystem. Er hat also auch Netflix mit integriert, was dem Xtreme leider noch fehlt. Tja, für unter 3000 Euro bekommt man jetzt also den Hisense PX3 Pro und den kann ich allerwärmstens empfehlen. Nochmal 200 ANSI-Lumen mehr, also 3000 ANSI-Lumen reichen dicke aus, um auch tagsüber gut was sehen zu können. Wie gesagt, immer in Kombination mit der richtigen Leinwand, hier die Bright Onyx, die ich euch wärmstens in der Kombination empfehlen kann. Ja, und das Ganze jetzt endlich auch für die 3D-Fans mit 3D, für die Gamer mit Frequenzen bis zu 2K und 120 Hertz. Das sind also alles Dinge, die richtig Spaß machen. Mit einem super Betriebssystem, alle Apps mit integriert, pfeilschnell, super stabil.
mit einer Fernbedienung, die sich selbst auflädt und über eine Spracheingabe funktioniert, einem tollen Kontrast, einem sensationellen Schwarzwert und mit dieser RGB Laser Engine einfach super leuchtende, brillante, tolle, authentische Farben. Also das ist wirklich ein rundum stimmiges Gerät und einer meiner absoluten Favoriten. Wenn ihr es noch nicht getan habt, schaut euch den gerne mal an bei uns im Heimkinoraum in eurer Nähe. Unten verlinke ich euch das Ganze nochmal. Ja, und wenn ihr Fragen habt, greift gerne zum Hörer. Ihr findet auch unten in der Videobeschreibung unsere Telefonnummer. Ruft gerne an, wir stehen euch mit Rat und Tat zur Seite. Ich hoffe, das Video hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin, macht es gut. Ciao, Servus und auf Wiedersehen.